Wenn die Feuerwehr vorfährt, muss das nicht zwingend gut sein. In diesem Fall aber schon. Denn die Freiwillige Feuerwehr Garitz hat kein Wasser, sondern Teig dabei. Und wer Garitz kennt, der kennt nicht nur dieses Gebäude und den Verein dazu, sondern auch die Bestimmung für den Teig. Den verarbeitet nämlich der Heimat- und Backofenverein Garitz Klein-Leitzkau e.V. im eigenen, hunderte Jahre alten Ofen. Wie das Ganze vonstatten geht, erklärte uns Vereinsmitglied Alexander Reich. Ja, herzlich willkommen im Backofen Garitz Klein-Leitzkau. Und wir backen heute für Pfingsten Brot. Wir fangen an hier vorne. Der Mario, der wiegt das Brot ab. Unsere Brote haben 1,1 Kilogramm. Den Teig kriegen wir aus der Bäckerei Schatzschneider aus Zerb zur Verfügung gestellt. Der den natürlich maschinell herstellt, das würde uns überfordern. So, jetzt haben wir den Teig Rohling. Und jetzt kommt unser Chef vom Ganzen, der wirkt jetzt. Was ist das Besondere am Wirken? Was passiert jetzt hier? Hier gibt man dem Brot ganz einfach die Form. Und damit die Luft aus dem Teig kommt und ganz einfach der Teig ein, ja. Und das ist dann die Stelle, wo dann auch so die Zusatzstoffe, die der Kunde wünscht, wie Körner, Zwiebeln und so weiter, dann noch in den Teig eingearbeitet werden. Genau, genau so wird es gemacht. Und damit der Teig eben in die Form kommt. So. Jetzt im Anschluss müssen die Brote so circa 20 Minuten bis 14 Minuten nochmal stehen, müssen gehen und dann kommen sie anschließend in den Ofen. Für Ihr Pfingstfest, wie viele Brote werden Sie denn da so in der Summe backen? Naja, es ist mittlerweile schon wirklich viel geworden. Also wir sind so um die 300 Brote kommen zusammen. Wir haben also 4 Backgänge. Wir backen heute am Freitag, backen wir 2 Backgänge. Das sind für die Leute, die helfen, unsere Sponsoren. Und morgen dann nochmal 2 Backgänge frisches Brot dann zum Verkaufen. Seit 1998 existiert der Verein, der sich als Ziel gesetzt hat, das regionale Brauchtum zu pflegen. Einer der Schwerpunkte ist dabei das gemeinsame Backen im Backhaus. Mitten im Dorf gelegen ist die Grundsubstanz des Gebäudes vermutlich über 600 Jahre alt. Im Jahr 1995 letztmalig restauriert, dient er aber schon seit den späten 80ern als Mittelpunkt des Backofenfestes, jedes Jahr zu Pfingsten. Dafür werden auch die Brote benötigt und die müssen jetzt in den Ofen. Dabei ist Teamarbeit gefragt. Mit dem über 3,5 Meter langen Schieber befördert Alexander Reich die Brote tief in den Ofen. Ja, warum machen wir runter hier? Vereinspräsident Wolfgang Grube schneidet die Brote ein, damit sie später beim Backen nicht willkürlich aufreißen. So. Der erste Schwung ist fertig, trotzdem geht es draußen weiter. Hier werden schon die Zutaten für den nächsten Backgang vorbereitet. Es soll Flammkuchen geben. Mit ihrer Backtradition und ihrem Können haben es die Garitzer sogar bis in das bevorstehende Zerbster Prozessionsspiel geschafft. Wir werden Brot backen und brauchen nichts zu sagen. Im Hintergrund werden Sie die Aufnahmen aus dem Backofen sehen. Und wir werden im Anschluss die paar Minuten nutzen, um ganz einfach den Zuschauern Brot zu reichen. Das heißt, die vorderen Reihen werden ein bisschen bevorteilt sein? Wir versuchen es nicht. Wir versuchen mit mehreren Leuten auch in den Hinterreihen zu kommen. Stichprobe am Ofen. Sieht gut aus, also raus mit den Broten. Auch hier ist wieder Teamarbeit gefragt. Wir sind gut eine Stunde später und die Brote sind aus dem Ofen. Wie bist du zufrieden? Ja, eigentlich sind wir zufrieden. Das ist genau die Sorte Brot, die ich gerne esse. Die soll nicht so dunkel, so scharf gebacken sein. Die Temperatur war nicht ganz perfekt. Wir haben doch tatsächlich etwas über eine Stunde gebraucht. Aber ich denke, die sind noch okay. Haben eine gute Farbe. Und der Bäcker, wenn er Ahnung hat, der klopft immer unten drauf. Das muss dann dumpf klingen. Ja, ich sage mal, klingt gut. Sind zufrieden, doch sind sehr zufrieden.
Während draußen schon die ersten Brote angeschnitten und gemeinschaftlich geteilt werden, heizt Alexander Reich drinnen wieder den Ofen an. Mehrere Bündel Kiefernreisig, ein Produkt der Region, landen im Ofen und sorgen gleich für mehr als angenehme Hitze. Vor dem qualmenden Häuschen sitzt auch Bürgermeister Mario Rudolph. Er ist nicht nur stolz auf seinen Verein, sondern auch darauf, beim Prozessionsspiel eine durchaus zentrale Rolle einzunehmen. Ja, das Brot ist die Ernährung der Welt und es geht um die Nährung. Gott schenkt der Welt die Nahrung und wir sind auch ein bisschen stolz darauf, dass wir die erste Szene im Prozessionsspiel haben. Unsere Dorfgemeinschaft, viele Menschen machen mit von uns. Und wir freuen uns drauf. Das ist endlich mal eine Aktion, wo wir tatsächlich dann alle Dörfer und alle Vereine an einen Tisch erstmal bekommen haben und die gemeinsam dieses Spiel durchführen. Es gab ja in der Vergangenheit einen langen Findungsprozess für die Stadt Zerbst oder für uns als Dörfer, die Eingemeindung in die Stadt Zerbst. Und dieses Spiel ist ein weiterer Meilenstein dazu, dass wir uns zusammenfinden und so eine Art Wir-Gefühl entwickeln können. Die Garitzer liegen also voll im Plan, aber auch in den anderen Gemeinden der Stadt Zerbst wird fleißig gearbeitet, um dann vom 8. bis 10. September 2017 das Zerbster Prozessionsspiel neu aufleben zu lassen.